Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Old Imperial Agent bzw. Scharfer Schütze. Auch zu einem weiteren Teil der nicht enden wollenden Serie Secrets in Esvetor und auf Corellia. Denn ich bin ja mal wieder auf Corellia und zwar suchen wir das gleiche wie auch das letzte Secret. Hat dieses wieder aber hier was mit der Bahn zu tun und zwar bin ich jetzt diesmal im republikanischen Staatgebiet. Hier kommen die Republikaner raus. Und normalerweise fährt er die Bahn von da aus in diese Richtung. Ich bin jetzt allerdings mal wieder mit meinem kleinen Trick, den ich euch letzte Folge schon mal erklärt hatte. Beziehungsweise letzte Folge von diesen Secrets hier, ob es jetzt die letzte Folge ist, weiß ich gar nicht. Dass man auch auf der anderen Seite hier auch wieder raufkommen kann. Diesmal allerdings von hier aus, indem man einfach da, wo Kalio gerade steht, sich darauf stellt, passt hier auf diese Gegner auf, die nerven ganz schön. Die haben mich sogar total behindert und dafür gesorgt, dass ich sogar auf meinem zweiten Charakter eine medizinische Sonde verschwenden musste. Also passt da bitte auf diese Gegner auf, dass die euch hier nicht nerven. Es sei natürlich, ihr seid republikanische Spieler, das ist natürlich grün. Aber als republikanischer Spieler ist das Ganze natürlich genauso gut möglich wie als imperialer Spieler hier. Und ein Spieler stellt sich hier hin, also der geschubst werden will. Am besten ist auch, wenn er eine Zielfähigkeit hat oder sowas, also mit irgendwas, womit er Verbündete oder Gegner heranziehen kann. Und der dann schubst, stellt sich hier hin. Und dann muss einfach der hier vorne die ganze Zeit springen. Und der hier schubst dann und wird etwas Glück landet hier oben drauf. Wie gesagt, passt hier auf diese Gegner auf, die haben mich ganz schön behindert. Das geht natürlich auch da. Am besten würde ich sogar wahrscheinlich da machen, weil hier ist nämlich die Kante ein bisschen tiefer. Da ist eure Chance höher, dass ihr es nicht verkackt. Und wenn ihr hier oben seid, dann können wir direkt mal anfangen, unseren Gleiter rauszuholen. Denn genau das hier zählt nämlich auch wieder nicht zum Coronet-Dingsbums. Coronet-Kreuzung zählt das nicht. Das heißt, wir können ja auch unseren Gleiter benutzen. Ich empfehle hier immer dringlichst, auf den Gleisen zu bleiben und nicht hier draußen rumzufahren. Hier gibt es nämlich diese nervigen Löcher. Da bin ich schon mal reingeflogen und dann kommt man da leider nicht mehr raus. Ist ja der Mann Schubs da wieder, also. Lol, was war das jetzt bitte? Was war das da? Ja. Republikanische Spieler werden nicht so doof gucken, wenn sie sehen, dass hier imperialer Spieler drin ist. Wie man hier übrigens als imperialer Spieler herkommt, werde ich bald mal um ein Video zu machen. Falls ihr das wünscht. Weil das ist doch schon sehr interessant, der Weg hierher. So gesehen habe ich es auch schon mal in einem anderen Video erklärt. In dem Video mit dem Secret Area. Oder dem geheimen Bereich. Wir fahren hier einfach mal weiter. Also hier wird normalerweise keine Bahn fahren. Hier ist auch bisher noch nie eine gefahren. Ich vermute einfach mal, entweder das ist hier einfach nur Deko. Oder dafür gemacht, dass hier tatsächlich mal früher irgendwas entstehen sollte. Irgendwie noch ein Bereich oder so. Ah ja, könnte man theoretisch noch sagen, dass... Was ist denn das? Was ist denn das hier? Moment. Jetzt hier ein Secret Area. Jetzt hier ist Secret Area. Weil das gibt es nämlich hier so, das Ähnliches gibt es hier nämlich auch. Is it here a secret area, wo ich jetzt hier hinkomme? Ich bin hier bis auf wieder noch nicht vorgefahren oder so. Ist komplett blind. Ich habe keine Ahnung, wie dann in der letzten Folge mit diesem Secrets hier. Leider gibt es keine andere Stelle, an der man das hier machen kann. Beziehungsweise kenne ich jetzt gerade so keine andere. Wo ich auch immer im problemlos hinkomme. Das soll jetzt mein Imp auf einem anderen Account, der ist schon über 16 derzeit. Das heißt, sehr schwer auf Korea davor vorwärts zu kommen, ohne zu sterben. Und medizinische Sonne habe ich auf dem leider auch keine mehr. Beziehungsweise habe ich nur noch drei und die will ich möglichst nicht verschwenden. Warte, hier hört da hinten schon ein Ende. Moment. Oh, hier ist doch was. Hier. Was ist das? Da kommt man da bestimmt irgendwie hin, das wette ich. Oder ist hier wieder irgendwie ein Secret oder so? Oder sollte... Ich vermute jetzt einfach mal, dass diese Bahn ursprünglich hier hinführen sollte. Aber die endet hier auf einmal. Das wäre jetzt richtig geil gewesen, wenn die jetzt irgendwie in so einen geheimen Bereich führt. Was ist das denn hier? So, da komme ich nicht hoch. Das ist zu steil. Okay, schade. Ich bin immer noch in der Karte. Bringen tut mir das jetzt ja noch nicht so wirklich viel. Vielleicht sehe ich hier noch irgendwas. Ah, aber was ist das denn da? Da ist doch was. There's a secret. Komme ich da rauf? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oh fuck, wie sieht denn das hier aus? Oha. Wie sieht denn das hier aus? Ja, jetzt genau sind die gleichen Bugs wie auch beim letzten Mal und wie auch auf Ziost. Wo führt das hier hin? Und kommt man da hinten hin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hier ist ja irgendwie ein Weg, aber ich weiß nicht, ob man da hinkommen kann. Soll ich mal riskieren, da runter zu springen? Warte, wo ist es jetzt da? Das geht sogar tatsächlich. Ja, das geht tatsächlich. Und hier ist eine Wand. Warum? Unsichtbare Wand. Invisible Wand. Hier ist überall unsichtbare Wand. Obwohl, da ist keine mehr, ne? Hier ist keine unsichtbare Wand, aber hier.
Hier ist keine unsichtbare Wand. Aber hier schon wieder. Hier ist schon wieder eine unsichtbare Wand. Hier wird sie so bestimmt irgendwas. Ich will jetzt auch nicht runterfallen, weil ich nicht weiß, was da unten ist. Was ist da unten überhaupt? In der Kantine, ne? Oder warte, ich fahre nochmal zurück. Ich würde jetzt ungern runterfallen. Hier ist da bestimmt irgendwas. Wie gesagt, ich habe es bisher vorher noch nicht erkundet oder so. Oder ist hier das gleiche? Ne, hier ist nicht das gleiche. Hier sind keine Wände. Keine unsichtbaren. Und hier? Oh, Alter! Gut, da hatte ich jetzt gerade Glück gehabt. Da hätte ich jetzt auch runterfallen können. Ich wollte eigentlich hier rauf drücken zum Scannen, ob da irgendwelche Wände sind. Hier sind schon wieder Wände. Warum sind hier Wände? Wie ist doch was da hinten, oder nicht? Moment, was war das gerade? Da habe ich gerade was gesehen. Vielleicht verrät mir das irgendwas, die andere Sicht. Na komm. Okay, die Sicht verrät mir fast gar nichts. Außer, dass ich gerade... Kann ich da runterfallen, ohne zu sterben? Ist jetzt hier die Frage, ich glaube nicht, ne, weil hier eigentlich gar nichts ist, ne? Wow. Lol. Ach, hier ist eine Wand. Das ist wohl, deswegen komme ich da nicht durch. Okay, verstanden. Understand. I understand. Oder understood. Heißt es ja. Mann, wie komme ich denn da hinten hin? Hier ist doch irgendwas. Wie komme ich da hin? Da muss doch bestimmt ein Secret sein. So wahrscheinlich genau sowas sein wie das hier. Da waren wir auch schon mal. Da ist doch bestimmt was, das wette ich. Darauf würde ich 1000 Euro wetten, dass da irgendwas ist. Da muss ein Secret sein, aber ich will jetzt ehrlich gesagt noch nicht runterspringen. Weil ich weiß, wo ich dann hinkomme. Das hier ist, glaube ich, irgendein Questbereich. Das hier unten. Weil hier führt ja auch ein Weg hin. Aber ich weiß es nicht. Aber hier ist irgendwie so ein Feuerteil. Da führt auch irgendwie ein Weg lang, ne? Soll ich es riskieren, hier runterzuspringen? Ich weiß es nicht. Ach, wisst ihr was? Ich versuche es erstmal hier. Jetzt komme ich hier normalerweise nicht mehr zurück, ne? Ich muss aber ganz kurz was nachgucken, bis gleich. So, ich bin da ganz auf einen anderen Charakter gelockt, um mal kurz mal zu gucken hier. Also ich bin jetzt hier unten, genau da, wo wir gerade eben waren. Scheiße, falsche Taste, da. Hier, an der Stelle hier. Und hier ist irgendwie sowas Gelbes da oben, irgendwie Licht. Und hier ist Feuer. Ist da vielleicht irgendwie ein Secret, der versteckt oder so? Ich habe da gerade irgendwie was gesehen, irgendwie hier so. Wo hier ist eine Wand vor. Hier ist eine unsichtbare Wand. Wahrscheinlich war hier ursprünglich mal der Eingang in dieses Gebiet hier, was man jetzt hier auf der Karte leider nicht sehen kann, weil ich hier nicht alles aufgedeckt habe. Aber krass, ey, sag mal, wie viele Secrets gibt es eigentlich auf Corellia? Aber ich logge nochmal ganz kurz wieder um, bis gleich. Haben wir also jetzt gesehen. So, da bin ich wieder. Also von hier aus kann man kurz da reinschauen. Ich traue mich jetzt aber auch nicht irgendwie hier raufzufahren oder so. Da ist dieses Feuerding, was wir gerade eben schon gesehen haben. Hier war doch gerade irgendwas. Hier habe ich gerade irgendwas gesehen. Da. Was ist das hier? Hier ist doch irgendwie so ein Gang. Da wir sonst nichts zu tun haben, werde ich den jetzt einfach mal ausprobieren. Ich werde ausprobieren, ob ich irgendwie in diesen Gang reinkomme. Das sieht mir so offensichtlich aus, dass es schon wieder einfach ist. Jo, guck, hier ist doch irgendwie so ein Gang, oder nicht? Warte, Moment, was war das gerade? Die Folge kann dann ein bisschen länger werden, weil ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche Kameraspielchen hier machen muss. Da kann man schon wieder irgendwas sehen. Da oben ist die, okay, da oben ist die, das Gleis. Komm ich hier irgendwie vorbei? Nee, ne? Scheiße. Komm ich gar nicht lang. Ich freue mich, dass ich auch vorbeigekommen, ne? Ach so, ich komme an da so ganz einfach vorbei. Okay, muss ich wohl doch von dieser Seite aus machen. Gott, hier kommt man gar nicht durch, ne? Hier ist anscheinend gar nichts, man kommt da gar nicht hin. Okay, schade, man kommt da nicht hin. Ich hätte es vielleicht von der anderen Seite testen können, aber ich glaube, da wäre ich nicht hingekommen. Aber das interessiert mich jetzt doch, ob es irgendwie einen Weg doch in dieses Gebiet kommt. Jetzt kann ich mir nicht mal anschauen hier. Ob man doch nicht irgendwie hier reinkommt. Ich vermute einfach, dass es irgendwie gehen muss. Und ich vermute auch, dass diese Bahn, die von da aus kommt, ursprünglich in dieses Gebiet gehen sollte. Oh, antwortet mir, ich könnte ja auch meine Chatnachricht.
Vermute ich einfach mal so. Das hatten wir ja hier gesehen. Leider geht es in den anderen Gebieten nicht, weil da leider keine Kisten irgendwie oder hier sowas wie hier vorsteht, wenn er hochkommt. Das habe ich schon mal versucht, das geht leider nicht. Ich habe es beziehungsweise beim schwarzen Loch mal versucht, da komme ich leider aber auch nicht hoch, weil das hier zu hoch ist. Da kann man sich nicht hochschubsen, zumindest nicht so. Hier ging es ja gerade so noch, aber bei den hohen Dingern wie das hier, da kommt man nicht hoch. Zumindest nicht über dieses Schubszeug. Vielleicht, wenn man gut ist, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es schon mal geschafft habt oder ob das möglich ist. Möglich ist bestimmt alles, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, weil das Problem ist halt diese Gegner. Also wenn da Gegner stehen, dann hauen sie einem so schnell kaputt, das ist echt nervig als 5, als 16er auf Corellia. Aber ja gut. Stufe 16 auf Corellia ist auch geil. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Kisten. So, Kisten. Geht los. Oh Gott, eine Waffe, geil. Ich habe jetzt hier sogar noch eine gehabt. Noch eine Waffe, nice. Endlich werden die Kisten nicht besser. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass sie besser werden, aber dann ändert sich das doch wieder. Seht ihr ja hier. Wie sie besser werden. Die werden super viel stark besser. Weil der ja gut immerhin Trophäe, das finde ich gut. Ja gut, Technologie finde ich gut. Republikanische braucht keine Sau. Die kann ich im Prinzip gleich wegschmeißen. Trophäe, gut, die finde ich gut. Komm, Imperial brauche ich auch nicht. Nur eine Waffe, na ja, gut. Bin schon weg. Technologie, das bringt ja mal relativ viel hier. Groß für blau. Gucken, was hier groß bedeutet. 200, ja gut, für blau reicht's. Für blau ist groß eigentlich relativ gut. Okay, schreibt irgendwie gerade gar keiner mehr. Keine Ahnung, was sie da machen wollen, aber das mache ich ziemlich egal jetzt erstmal. Erstmal werde ich Kisten öffnen, beziehungsweise erstmal die ganzen Mist hier verkaufen. Also, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr bei dem Secret ein bisschen was mehr gefunden habt, ob ihr es schon kanntet, ob ihr es noch nicht kanntet. Ehrlich gesagt war es nicht so spektakulär wie die letzte Folge, das gebe ich zu, aber immerhin war interessant zu sehen, was da eigentlich in Wirklichkeit dann passiert. War es jetzt 50? Ja, waren 50. So, dann das dann noch verkaufen. 8K, ja gut, die Dinger, die kriegst du echt kaum noch weg. Nutze ich meistens mal komplette Sonnepreise. Okay, egal. Ich bin jetzt erstmal die Folge. Oh, diese Lampe, die sind so ekelhaft, ey. Die haben so ekelhaftes Licht. Ich würde aber jetzt mal sagen, bis bald und ciao.